Das war heftig. Ey, ich habe selten sowas Süßes gesehen. Er stolpert über seine eigenen Füße. Yeah, Leute. Was geht ab? Euer Elmagus wieder am Start. Willkommen zu dieser Versuche nicht Ohr zu sagen Challenge. Genau, wir haben sie lange nicht mehr gemacht. Und wir alle lieben süße Tiere. Deswegen gucken wir uns heute Clips von süßen Tieren an und dürfen nicht Ohr sagen. Grüße gehen raus an die Magangster Jamie Rödiger, an Larry Painlisten, an NinjaGo44 und den ersten Kommentar Sausebrause geschrieben, wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst. Einfach einen Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein, Leute. So, Leute, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt für meinen Kanal, weil es jetzt richtig losgehen wird. Es wird jetzt fast daily oder vielleicht sogar daily, wenn wir es schaffen, Content geben, also jeden Tag ein Video, ob ihr es glaubt oder nicht. Es wird jetzt richtig Gas gegeben und deswegen müsst ihr auf jeden Fall dabei sein und die Glocke aktivieren. So, wir steigen direkt ins Video ein, ohne lang zu schnacken und sehen hier, ach genau, ja, das war so eine Challenge, da machen die dann immer so die Hand dahin und dann legen die Tiere ihren Kopf da drauf. Ist niedlich. am süßesten sind aber immer noch Babytiere, egal in was. Und das sind kleine Babyigel, die auch irgendwas aufhaben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Haifisch sein soll. Und das soll irgendwie unheimlich sein. Aber nein, das ist leider nicht gruselig. Ihr seid immer noch leider viel zu niedlich. Igel sind echt verdammt niedlich. Vor allem, die laufen da ja nicht wildkreuzend quer durcheinander, sondern alle auf einem Haufen. Ich weiß nicht, was die versuchen. Kuscheln die oder wollen die sich warm halten? Alle wollen irgendwie in die Mitte. Dem einen hat es jetzt auch schon ausgezogen. Ja, moin. Hier sehen wir einen Affen, der... Oh, dem wird jetzt Futter in den Mund geworfen. Ach, der hat das vor seinem Mund wieder weggenommen. Der hat das geworfen und hat es dann vor seinem Mund schnell wieder weggenommen. Oh nein, das sind Waschbären. Nein. Alter, Waschbären sind so nice. Und die sind so geil, wie die sich einfach auf dem Rücken plumpsen lassen und so. So niedlich. Habt ihr das gesehen, wie er sich im Kreis gedreht hat? Oh Mann, Alter. Aber was ist das da, Alter? Hier laufen Hunde rum, Waschbären rum. Irgendwo in Asien, keine Ahnung. Aber Waschbären sind schon übernice Tiere. Ich habe auch letztens so ein Video gesehen, wie irgendwie so ein Typ so spazieren geht mit so drei Waschbären. So als wenn das das Normalste der Welt wäre. Hier haben wir irgendwie so ein, ich weiß nicht, welche Walart das ist. So ein Klein oder Fisch, keine Ahnung. Hat er den wieder ausgespuckt? Er spuckt den einfach immer wieder aus. Er verarscht den, glaube ich. Er hat keinen Bock, den zu essen. Oh nein, wie süß ist mir diese Schildkröte, Alter. Die denkt sich auch erstmal so, oh geil, frisches Wasser. Ich chill hier, denn erstmal ein bisschen den Booty shaken dabei zu geiler Musik. Ey, wie geil ist das denn? Ich stell mir gerade vor, wie du irgendwie so random einfach eine Schildkröte ins Wasser, in dein Waschbecken setzt, das Wasser anmacht und die dann solche Bewegungen machst. Alter, ich könnte nicht aufhören zu lachen. Leute, das müssen wir uns nochmal geben. Vorne die Beine zu halten. Bin ich dumm? Vorne schön die Pfoten ausgestreckt zum Festhalten und dann wird der Booty ordentlich geshaked. Das glaube ich nicht. Was gibt das für Sachen? Hier haben wir einen Panda-Bär. Pandas sind auch süß, aber besonders Baby-Pandas. Ich weiß nicht, ob das ein Baby-Panda ist. Jetzt habe ich aber einmal leider Ohr gesagt, also leider habe ich jetzt einmal schon verkackt. Aber ich versuche noch weiterhin natürlich das Ding durchzuziehen. Erzählt auf jeden Fall auch mal mit, wie oft ihr Ohr gesagt habt. Und schreibt es dann auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ob ihr es geschafft habt, ob ihr schlechter oder ob ihr besser seid als ich. Oder ob ihr einfach bei jedem Clip Ohr gesagt habt, das würde mich mal interessieren. Oh nein, der macht die Augen zu. Ich weiß nicht, ist das ein Delfin oder irgendeine andere Art, ich weiß es nicht. Oder irgend so ein... Beluga-Wal oder sowas. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, verurteilt mich nicht. Hier kommen mal wieder die Tierkenntnisse raus. Ey, Biologie ist echt nicht mein bestes Fach. So mit dem Körper oder mit Tieren oder so kenne ich mich echt nicht so aus. Also, Biologie mit Elmago wird sicher fun. Wird richtig fun. Yay! So, hier haben wir jetzt irgendwie zwei Vögel. Was geht denn bei dem ab? Hier haben wir irgendwie einen kleinen süßen Hamster. Ach, Sünde, der weiß gar nicht, was abgeht. Der schlägt einfach nur die Scheibe ab. Hier haben wir irgendwie, ich weiß nicht, was das sind, Marder oder Frettchen oder sowas, die irgendwie saulang sind, aber mega schmal. Ja, doof gelaufen. Dann sind die beide von beiden Seiten in die Röhre gelaufen. Doof gelaufen, Jungs. Ich hoffe, die können rückwärts da rauslaufen. Und hier haben wir jetzt wieder Igel, das ist meine absolute Schwäche. Oh, der weiß gar nicht, was abgeht. Oh, ich habe gerade Ohren gesagt. Die checken gar nichts, aber die sind so niedlich. Die haben Stachel bis nach Meppen. Und Vögel sind einfach nur lustig.
Es gibt auch diese Papageien und so, die nachsprechen können und die tanzen können zu Musik und so. Die sind einfach nice. Ja, das mag der, im Schnabel gekrault zu werden, ne? Das mag der Junge. Nein. Nein, Babykatze versus Babyhase. Oh nein. Oh, sind die beide niedlich. Guck mal, die Katze erstmal und dann auch der Hase. Aber die Katze schlägt das Häschen die ganze Zeit. Vertragt euch doch. Seid doch beste Freunde. Ey. Das ist irgendwo in Asien. Keiner in Deutschland hält sich ein Eichhörnchen als Haustier. Nein, er springt nicht in die Hände. Was ist das für ein Tier? Oh nein, ist das niedlich. Der springt in die Hand. So ein Tier will ich haben. Oh nein, werde ich dann gegen ein neues Tier ersetzt? Natürlich werde ich dich nie ersetzen, egal gegen welches Tier. Okay, sonst wäre ich echt traurig. Löwe, wenn ich dich schon jetzt an der Strippe habe, wie viele Likes schafft die Margang? Lass mich überlegen. 5 Likes hier. 5. Löwe, du bist mal wieder super optimistisch und greifst ja fast schon nach den Sternen. Du greifst ja so weit nach oben, wie ich es noch nie gesehen habe. 5 Likes? Schaffen wir die 5 Likes, Leute? Bei 5 Likes mache ich nochmal irgendwann eine Try Not To Say All Challenge. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob ich das süß finden kann, weil das einfach nur so ein Knäuel ist, wo man die Augen gar nicht sieht. Das ist irgend so ein kleines Häschen. Also es macht auf jeden Fall instant schon mal die Laune deutlich besser, so eine Videos. Jetzt haben wir noch ein paar Clips mit Katzen und Hunden. Hier, das ist eine kleine Modelkatze. Oh nein. Man wirft die Leine hin, jeder Hund würde irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, würde irgendwie damit weglaufen, denken, oh, ich bin endlich frei. Nein, dieser kleine, treue Hund läuft mit der Leine dann dem Herrchen hinterher und möchte wieder an die Leine genommen werden. Hier, nimm mich wieder an die Leine. Okay, kleiner Racker. Was geht bei ihm ab? Oh. Scheiße, das war heftig. Ey, ich habe selten sowas Süßes gesehen. Der stolpert über seine eigenen Füße. Und dann vor allem hat er so einen Regenmantel an. Warum hat der einen Regenmantel an? Der wird doch so und so nass. Und dann läuft der los, ganz mutig, und stolpert einfach über seine Pfoten. Oh, wieso? Oh, ist das niedlich. Das ist mit den Igeln und mit dem, auf Platz 1. Ich weiß nicht, was war noch auf Platz 1? Ach, diese Schildkröte, genau, die Schildkröte im Waschbecken. So, jetzt sehen wir hier irgendwie diese, Pomeranian oder so, Pomeranian. Die wohl bekanntesten, süßesten Hunde der Welt, Pomeranians. Also ich finde auch so normale, so Golden Retriever oder so, finde ich auch schon übelst süß und nice. Ist da eine Qualle unten im Wasser? Das sieht aus wie so eine Qualle. Der genießt auf jeden Fall auch so richtig seine Lage. Er enjoyt richtig die Musik. Oh nein, oh, das ist aber zu doll. Der hat süße Kulleraugen und so, aber mit Zöpfen und dann noch irgendwas angezogen. Ist echt wieder ein bisschen krass. Da sind wir wieder beim Thema, Leute. Wie findet ihr das, Leute, Tiere anzuziehen? Gut oder schlecht? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Oh, das ist ein bisschen krank. Sünde, der arme Hund. Der hat ja gar kein eigenes Leben. Der wird ja nur die ganze Zeit mit Klamotten angezogen. Ja, kleine Katzen sind immer niedlich. Ja moin, die checkt auch ihre Lage gerade absolut nicht. Die macht einfach gar nichts, die lässt sich alles gefallen. Das sind Pudel, glaube ich, kleine Pudel. Oh nein, ich glaube, sie ist traurig. Und jetzt bringt der kleine Pudel die ganze Zeit... Oh Mann, nein, er sagt, hey, was ist denn los? Tiere sind echt die treuesten und coolsten Dinge, die es gibt auf der Welt. Oh nein. Oh Leute. Zählt ihr noch eure Ors mit? Schreibt es in die Kommentare. Oh nein. Und die ist irgendwie hinter einer Scheibe. Ey, hör auf, die zu erschrecken. Na, wer versteckt sich dahinter? Oh nein.
Oh, sorry, Alter. Aber das ist ja echt unnormal süß. So eine kleine Katze. Ja, Leute, ich würde sagen, das reicht mit diesen ganzen süßen Tiervideos. Ich bin schon völlig fertig. Das war mal wieder viel zu viel für mich. Lasst unbedingt einen Daumen hoch da, wenn ihr ja auch die Challenge gewonnen oder verloren habt, wie auch immer. Wenn ihr süße Tiere auch einfach toll und süß findet, dann lasst jetzt unbedingt einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Leute, es wird richtig wichtig, denn ja, jetzt kommt jeden Tag ein Video. Unglaublich, dass das abgeht. Abonniert kannst du meinen Kanal auch hier einfach. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf. Folgt mir auch unbedingt auf Instagram, @elmargo. Damit ihr da auf dem aktuellsten Stand sein sollt. Dort werde ich auch den nächsten Mal ein Q&A machen und so weiter. Und dafür müsst ihr mir auf Instagram folgen. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Elmargo.